Herzlich willkommen, lieber Schütze. Ich möchte heute für dich ein sehr traditionelles Legesystem legen. Der Zauberspruch der Wahrsager, der lautet wie folgt: Das ist dein Ich, was dich deckt, was dich schreckt, was dich treibt, was dir bleibt, was dir die Zukunft bringt und was dich zu Boden zwingt. Als erstes werde ich einmal die Karten in der Hand mischen. Dazu habe ich hier einmal die klassischen Wahrsagerkarten. Nummer 1. Und ich mische sie in der Hand, damit ich Ihnen die Gelegenheit geben kann, rauszufallen. Da sind jetzt sehr viele rausgefallen. Ich muss mal ganz kurz gucken, welche wir noch dazu nehmen, weil es sind sonst zu viele. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Okay, lieber Schütze, das hier ist dein Sein oder dein Ich. Du bist jemand, der sich sehr viel Gedanken macht, der sehr, sehr nachdenklich ist und der auch sehr viele reflektiert. Ich sag mal, du bist niemand, der so einfach drauf losplappert, sondern wenn du etwas sagst, dann hat das Hand und Fuß, ne? Das kann tatsächlich auch eine Karte sein, bei der Leute sehr viel grübeln und auch sehr viel zu Melancholie oder neigen, weil sie einfach sich sehr viel Gedanken machen und manchmal dann auch auf keinen grünen Ast kommen. Ne? Das ist so ein bisschen das Schwierige bei der Karte. Aber generell, wenn jemand sehr durchdacht ist, sehr nachdenklich, dann ist das ja erstmal was Positives. Dann wirkt dieser Mensch auch sehr, ich sag mal, umsichtig. Ne? Was dich deckt, ist hier der Besuch. In dieser Karte geht es tatsächlich nicht unbedingt um jemanden, der vor deiner Tür steht und dich besucht, sondern das kann auch einfach sein, jemand, der in dein Leben tritt, jemand, der neu in dein Leben tritt, ne? Der dich quasi auf deinem Lebensabschnitt besucht. Und das kann natürlich auf der einen Seite ein gebetener Besuch sein, über den man sich freut, aber es kann natürlich auch ein ungebetener Besuch sein, ne? Aber ich glaube tatsächlich, hier in dieser Karte geht es tatsächlich um Menschen, die dich gerne sehen, die sich gerne mit dir beschäftigen, die gerne in deiner Nähe sind und dich, wie gesagt, dann auch sehr gerne besuchen. Und auf dieser Karte finde ich auch sehr schön, das war so das Erste, was ich gesehen habe, dass diese Frau, die quasi zu Besuch kommt, sie hat Blumen dabei, ne? Um sie zu schenken. Und das finde ich tatsächlich in dieser Karte gerade den wichtigsten Aspekt, den mir so als erstes aufgefallen ist. Was dich schreckt, und das ist die Falschheit. Okay, du wirkst hier tatsächlich in dieser Legung wie jemand sehr Ehrliches, jemand, der sich gerne mit Menschen umgibt und der auch sehr wahrheitsliebend ist, ne? Gerade mit den Gedanken. Und was dich hier wirklich sehr erschreckt oder beziehungsweise wovor du wirklich Angst hast, das ist hier tatsächlich, dass jemand falsch ist, dass jemand dir vorspielt, er wäre nur so und so und dann vielleicht im Nachhinein irgendwelche verdeckten Gedanken hat. Ich sag mal so, ich habe jetzt bei den anderen Legungen ganz häufig gesehen, dass da auch sehr tief sitzende Ängste sind, die einen einfach bis heute weiter begleiten. Ich sag mal so, wie so Verletzungen, die nie richtig gut geheilt sind oder als ob die Narbe wieder wehtut. Ne? Auch das kann so eine Sache sein, dass du vielleicht irgendwie mitgekriegt hast, wie deine Ehe deiner Eltern oder irgendetwas in der Kindheit, irgendjemand hat dir mal was Schlechtes getan, jemand war falsch, jemand hat sich nicht so gezeigt, wie er wirklich war. Und das scheint etwas zu sein, was dich so stark beeindruckt hat, beziehungsweise was vielleicht auch so stark von deinen moralischen Wertvorstellungen weggeht, dass es dich einfach schreckt. Okay, dein innerer Antrieb ist das Glück. Das Streben nach Glück kann das tatsächlich sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach merkst, okay, da ist viel von außen gekommen bis jetzt. Da ist viel, ich hatte immer sehr viel Glück. Also gerade so, wenn, weiß ich nicht, es gibt ja manchmal diese Zufälle, die ich persönlich für keine Zufälle halte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, in der Studentenzeit, man hat wenig Geld, ne, und dann geht die Waschmaschine kaputt. Und dann geht man zur Uni und sieht am schwarzen Brett, oh, da hat jemand eine Waschmaschine für ganz wenig Geld abzugeben, weil aus irgendwelchen Gründen so, ne? Und das sind diese glücklichen Zufälle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dich dieses Streben nach Glück und nach dieser Perfektion oder nach diesem generell glücklich sein, das treibt dich schon. Du versuchst irgendwas zu perfektionieren. Gleichzeitig weißt du aber auch, dass du so einen inneren Motor hast, dass dir immer wieder diese glücklichen Zufälle zugespielt werden. Ne? Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, ansonsten schreib es mir nochmal in die Kommentare, wenn ich mich da zu kryptisch ausgedrückt habe.
was dir bleibt. Oh, gut, okay. Wir haben hier, das wird eine dunkle Seite, glaube ich, die wir hier aufgemacht haben. Wir haben hier auf der einen Seite, was dich schreckt, ist Falschheit und was dir bleibt, ist der Dieb. Irgendwie scheinst du jemanden in deinem Leben zu haben, der dir generell nichts Gutes möchte. Ich weiß nicht, ob das in der Familie ist oder ob das jemand im Freundeskreis ist, vielleicht ein Chef, vielleicht ein Arbeitskollege, der einfach immer doof ist, ne? Aber dieser Arbeitskollege, der geht nicht weg. Beziehungsweise es kann auch einfach sein, dass dir immer wieder was genommen wird, ne? Dass du immer wieder irgendetwas, das Gefühl hattest, dass dir irgendwas weggenommen wurde, ne? Wie das jetzt genau aussieht und in welchen Bereichen, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass, na, ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, aber es ist wirklich nicht leicht. Es wirkt so ein bisschen, als ob du hier mit Falschheit und Verlust und Diebstahl schon deine Erfahrung gemacht hast. Und das passiert aber auch irgendwie immer wieder. Ne? Also es sind immer wieder die gleichen Schemata, immer die gleichen Muster, auf die du wieder reinfällst oder beziehungsweise die dich wieder einholen. Ne? Vielleicht bist du hier auch einfach ein sehr netter Mensch, ein sehr gutmütiger Mensch. Und das verleitet Menschen dazu, dich so ein bisschen, ich sag mal, als Opfer auszuerkoren. Sagt man das so? Dich als Opfer auszuerwählen, um dir dann was wegzunehmen, weil sie dich als schwach empfinden. So möchte ich das fast sagen. Was dir die Zukunft bringt, das ist Treue. Ne? Also wer sich wirklich dir angeschlossen hat und dich wirklich mag, der bleibt auch bei dir. Ne? Das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Also wer wirklich dein Innerstes erkannt hat, der wird auch tatsächlich für immer bei dir bleiben. Das ist was sehr, sehr Schönes. Ne? Also wer nicht diese falsche Seite an sich hat, der wird sich zu dir bekennen und beistehen. Was dich zu Boden zwingt, ist dieser Verdruss. Okay. Das Ding ist halt, wir haben hier eine Menge diebische Karten in der Legung drin. Auf der einen Seite hast du auch Angst vor Kritik. Ne? Das ist so eine Kritikkarte. Ich sag mal so, das ist so dieser Junge, der hat irgendwas. Weiß nicht, also es ist auch gar nicht offen oder klar, ob dieser Junge irgendwas getan hat. Auf jeden Fall wird er da gescholten und er bekommt Ärger, ne? Und es wirkt hier so ein bisschen, als ob du immer so ein Ärgernis in deinem Leben hast. Irgendjemand, der falsch ist, irgendjemand, der so diese Liebesqualitäten mitbringt, ne? Und dieser Mensch, den wirst du tatsächlich nicht los in deinem Leben. Das ist so ein bisschen das Thema. Und das ärgert dich. Es ist immer wieder ein Ärgernis. Auf der einen Seite hast du eine ganz weiche Seele, einen ganz weichen Charakter. Du bist sehr freundlich, sehr bereit zu geben und Menschen wirklich beizustehen und zu helfen. Ne? Auf der anderen Seite wird das aber auch irgendwie immer wieder ausgenutzt. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine Person ist oder ob du generell einfach solche Personen anziehst, weil du eben so gutmütig bist. Ne? Ich lege diese Karte einmal zur Seite. Das hier zeigt so ein bisschen die innere Verfassung. Ne? Dieses Ich wurde immer übergangen, beziehungsweise immer dieses. Ah, dieses sehr schwierige. Ich hab ein bisschen das Gefühl bei dir, lieber Schütze, ich kann mich stark irren. Das ist jetzt nur kurz mein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, du hast diese dunklen Seiten auch in dir und wärst auch in der Lage, hier Falschheit auszuspielen, beziehungsweise dir Dinge zu nehmen, die dir vielleicht nicht gehören. Das hast du in dir, irgendwie ganz tief in dir drin und du weißt das. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich will das auch gar nicht werten. Wir alle haben unsere dunklen Seiten, wir alle haben unsere schwierigen Sachen im Leben, ne? Und wir alle neigen auch mal dazu, uns rächen zu wollen oder wie gesagt, Neid etc. pp. Ne? So, das können wir gar nicht gut sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir etwas ausgeprägter ist und du das aber gleichzeitig auch sehr stark verabscheust und verurteilst. Ne? Aber dir ist irgendwie klar, du hast das auch in dir. So, das äußere Auftreten ist wiederum total, ich würde mal sagen, fast Aalblatt. Sehr gutmütig, sehr sanft. Viel Glück, viel. Also es wirkt so ein bisschen, als ob du durch dein äußeres Auftreten nochmal betonen möchtest, dass du so nicht bist. Ne? Das ist nochmal irgendwie so, das ist der ganz krasse Kontrast zu dieser Sache. Ne? Und ich glaube tatsächlich hier, du versuchst, da die Werte, die du hochhältst, die versuchst du tatsächlich zu leben und auszuleben und anderen Menschen beizubringen und weiterzuvermitteln, anstatt, wie gesagt, diese dunkle Seite auszuleben. Ich glaube, das war auch vielleicht eine bewusste Entscheidung in deinem Leben, aber es wirkt dir tatsächlich so, als ob dir so Sachen wie Gerechtigkeit, Treue, Loyalität etc. pp., als ob dir sowas wahnsinnig wichtig sind und du einfach auch den Menschen ihr Glück gönnst. Also du bist hier wirklich jemand, der auch gönnen kann, natürlich auch ein bisschen neidisch guckst, aber dann letztendlich auch sagst, okay, der hat es auch verdient. Ne?
So, das war dein Zauberspruch der Wahrsager. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Ich bin mir da noch tatsächlich sehr, sehr unsicher, was hier funktioniert, was ihr sehen wollt und was ihr nicht sehen wollt. Das ist, wie gesagt, ein sehr traditionelles Legesystem. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.